Hallo, einen schönen guten Nachmittag. Ich habe hier ein richtig schönes Set, womit man sich seinen kleinen Kindermodeschmuck selbst basteln kann. Mit schönen Buchstabenperlen. Die finde ich sehr, sehr süß. Da sind auch Motive dabei. Hier so ein Herz zum Beispiel. Und dann auch verschiedene Buchstaben, wie gesagt. Hier sind nochmal bunte Buchstaben. Dann haben wir hier vier Rollen Silikonband, auf dem man das auffädeln kann. Das ist ein bisschen elastisch, finde ich ganz gut, dass das nicht so stramm ist, wenn man mal irgendwo hängen bleibt, dass man sich nicht so sehr wehtut dabei. Schöne Farben sind das, kann man dann auch anpassen an das, was man machen möchte. Einmal hier so farblos, dann in schicken Pink, Schwarz und Rot. Dazu eine Schere, so zum Abkneifen, wenn man die richtige Länge ermittelt hat. Das Band ist vor allen Dingen auch so schön fest und da kann man ganz gut auffädeln, braucht man keine Schere oder dergleichen. So, und dann haben wir hier noch diese große Kiste, diese XXL, ich gehe mal höher mit der Kamera, damit man das besser sieht, diese riesengroße Kiste voller Perlen. Da ist wirklich für jeden Wunsch etwas dabei. Meine Enkelin, die ist ja ganz groß im Basteln und die macht das ja so gerne, liebt das total und darum habe ich das ja auch bestellt. Muss mal gerade gucken, wie das aufgeht, ohne dass alles rausfällt. Irgendwie ist es hier noch fest. Ah, ich dachte mir das schon. Das fühlte sich schon an, als wenn da noch ein Kleber dran ist. Mal gucken, ob ich das einfach so durchgetrennt kriege. Sieht so aus, ja. Und jetzt geht's auf. Okay, hier ist nochmal so ein bisschen solche Blasenfolie, so eine Polsterfolie drin, damit das alles so ein bisschen drinne bleibt an der richtigen Stelle. Hier sind kleine Püschelchen, so eine niedlichen, ausgefransten, die man als Anhänger verwenden kann. So, nee, die sollen aber bleiben, wo sie sind. Goldperlen, ganz niedliche. Sterne und Kreise. Und sicherlich auch noch andere Formen. Hier ist noch, hier sind Verschlüsse. Die kann man zusammenkneifen und dran machen. Durchfädeln und dann zusammenkneifen. Ja, das muss man sich dann im Einzelnen alles anschauen. Wenn ihr sowas bestellt, könnt ihr da gucken. Ich gucke eben gerade, hier sind nämlich auch noch Perlen. Da sind diese Püschel drüber. Die sind auch sehr süß. Schaut mal, kleine Herzchen in Glas. Sehr hübsch. Das gehört darüber. Sind dann übrigens verschiedene Farben. Hier haben wir Perlen in Perlmutt und in Gold. Da sind Motive. Hier sind Früchte, Smileys und ganz viele Plattperlen, Scheibenperlen, mit denen man richtig schön Muster legen kann, wie man das gerne hätte. Diese hier, die hole ich mal noch raus. Die will ich euch noch zeigen. Sieht nämlich so interessant aus. Ja, das sind maritime Motive, Ornamente, mit denen man das alles noch ein bisschen aufpimpen kann. Seht ihr, lauter hübsche Muscheln. Und das, ne, jetzt sind sie alle draußen. Es hat sich gespiegelt. Erdbeerchen, Seesterne, Muscheln. Alles dabei. Schöne Blüten. Sieht aus wie Enzian in Schwarz. Ja, wirklich wunderschöne Motive. Ganz tolle Sachen. Das macht bestimmt einen Riesenspaß. Das kommt alles mit in die Bastelstraße, wenn meine Enkeltochter demnächst ihren 8. Geburtstag feiert. Da wollen wir eine Bastelstraße machen. Und dann können die Mädchen dort, ihre Gäste können dann mit ihr zusammen Schmuck basteln. Das wird ein Heidenspaß. Da haben sie zu tun. Und ich glaube, die Zeit ist schneller rum, als alle damit fertig sind, sich das zu machen, was sie wollen, was ihnen gut gefällt. Und gehen alle mit einem freudigen Erlebnis nach Hause, mit vielen schönen Erinnerungen. Ja, das war alles dazu. Und nun wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag und bleibt schön gesund. Tschüss.